Liebe Zuschauer von DSTV, ich möchte Ihnen ganz kurz einen Bericht geben über ein Ereignis von gestern. Ich habe eine Einladung erhalten zum Bürgerdialog in Meißen mit dem Bundesinnenminister Herrn Dr. Thomas de Maizière. Dieser Einladung bin ich selbstverständlich gefolgt, weil es mein Ziel war, einige wesentliche Fragen zur Asyl- und Flüchtlingspolitik zu erörtern und auch den Standpunkt der NPD darzustellen. Wir sind der Auffassung, dass die gegenwärtige Asylpraxis verfassungswidrig ist. Das ist ein paar ganz schwierige Entscheidungen der Bundeskanzlerin gegeben hat, desaströse Entscheidungen vielmehr gegeben hat, die auch rechtswidrig sind. Das ist die Grundlage letztlich für eine Strafanzeige wegen Hochverrats gemäß § 81 Strafgesetzbuch. Und ich habe gestern die Gelegenheit genutzt, um Herrn de Maizière diese Strafanzeige auszuhändigen und ihn gleichzeitig an seine eigene Verantwortung gemahnt. Denn wie er dann auch in einer Stellungnahme einräumte, hat er in den umstrittenen Entscheidungen der Kanzlerin beispielsweise die illegalen Einwanderer aus Ungarn hier einreisen zu lassen mitgewirkt.